Aller Leute, in den 1930er Jahren stießen Farmarbeiter, die den Urwald von Costa Rica für neue Bananenplantagen rodeten, unvermittelt auf geheimnisvolle Steinkugeln unterschiedlicher Größe, die dort offenbar schon seit vielen Jahrtausenden lagen. Während die kleinsten entdeckten Exemplare lediglich die Größe einer Orange oder eines Tennisballs aufweisen, beeindruckt das größte Objekt dieser Art mit einem Durchmesser von fast 2,5 Metern und einem Gewicht von etwa 16 Tonnen. Mehr als 300 dieser Petrosphären, die zumeist eine erstaunlich akkurate Kugelform aufweisen, wurden bisher im Raum der heutigen Staaten Costa Rica und Guatemala entdeckt. Ihre Anzahl lässt darauf schließen, dass sie das Produkt einer Kultur sind, die dort über einen längeren Zeitraum hinweg präsent gewesen sein muss. Die handwerkliche Perfektion der Artefakte weist nachdrücklich auf den vergleichsweise hohen Entwicklungsstand ihrer unbekannten und mysteriösen Schöpfer hin. Die erste wissenschaftliche Untersuchung wurde von Doris Stone unternommen, Tochter eines United Fruit-Mitarbeiters. Durch ihre Veröffentlichung 1943 in der Zeitschrift American Antiquity wurde Samuel Lothrop vom Peabody Museum of Archaeology and Ethnology der Harvard University auf das Thema aufmerksam. 1948 auf Forschungsreise in Costa Rica traf das Ehepaar Lothrop auf Doris Stone, die persönliche Kontakte vermittelte und lohnende Grabungsorte im Diquis Delta zeigte. Lothrops Forschungsergebnisse wurden 1963 in Archaeology of the Diquis Delta Costa Rica veröffentlicht. Hergestellt wurden sie vermutlich durch Beschlagen und Schleifen mit Steinen, wie Bearbeitungsspuren erkennen lassen. Nahe der Kugeln hat man Zeugnisse aus präkolumbianischer Zeit gefunden. Bei manchen Keramik aus der Aguas Buenas Kultur, bei anderen Skulpturen von Buenos Aires Polychrom-Typ aus der Zeit um 1000 bis 1500 nach Christus. Als Hersteller der Kugeln vermutet man die Vorfahren der Borruca. Die Altersbestimmung ist aber sehr, sehr schwierig, besonders weil die allermeisten Kugeln von ihrem Fundort entfernt wurden und nun zum Beispiel private Gärten zieren. Als Bestimmungsmethode hat man nur die mittelbare Methode der Stratigraphie, also die Untersuchung von Ausgrabungsschichten auf menschengemachte Spuren. An ihnen kann man nur die letzte Benutzung der Kugeln abschätzen, aber nicht die Entstehungszeit. Es sei denn, man fände die Bearbeitungswerkzeuge, um deren Alterszuordnung vorzunehmen. Abgesehen von der umstrittenen Tatsache, dass es sich hier eindeutig um präkolumbianische Relikte künstlichen Ursprungs handelt, gibt es zu den Steinkugeln nur sehr wenige gesicherte Erkenntnisse. Ebenso unbekannt wie ihr genaues Alter und ihre Hersteller ist auch ihr Zweck, dem sie einst gedient haben. Der deutsche Atlantologe Klaus Aschenbrenner bemerkte 2001 zu diesen Objekten: Diese perfekt geformten Kugeln aus hartem Granit besitzen Durchmesser von bis zu 2,5 Metern. Stets fand man sie in Gruppen, sowohl in langen Geraden als auch in Wellenlinien oder Dreiecken angeordnet. Sie wurden einst aus Steinbrüchen im Gebirge viele Kilometer weit in das Diquis Delta transportiert. Welchen Zweck sie und vor allem ihre Anordnung in der Landschaft zu erfüllen hatten, ist bislang nicht bekannt. Denkbar ist, dass sie astronomischen Beobachtungszwecken dienten, ebenso wie manchen Steinsetzungen auf der Bahamabank. Woher ihre Schöpfer die Ideen zu ihren auffallenden Leistungen nahmen, wissen wir nicht. Eine der Möglichkeiten wäre, dass Atlantiden nach der Zerstörung ihrer Heimatinsel dort Zuflucht suchten. Das ist natürlich eine sehr fantasievolle und wenig realistische Annahme dieses deutschen Forschers. Natürlich ist Aschenbrenners Bezugnahme auf Atlantis eine sehr vage Hypothese. Schließlich stellen die Steinkugeln ein einmaliges Phänomen dar, für das es in keinem anderen Kulturraum rund um den Atlantik eine Entsprechung gibt. Eine versprengte Schar Überlebender der Atlantis oder einer anderen Katastrophe wäre zudem wohl kaum zu diesem Gesamtwerk in der Lage gewesen. Andererseits spricht einiges dafür, dass sich die Kugelsteinkultur nicht dort entwickelt hat, wo sie uns ihre seltsamen Spuren hinterließ. Tatsächlich stellen sich nämlich im Zusammenhang mit den Steinkugeln von Costa Rica eine ganze Reihe von Fragen, deren Beantwortung der Forschung noch einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Warum hinterließ die unbekannte Hochkultur lediglich diese mysteriösen Objekte? Schließlich müssen die Menschen, die mit großem Aufwand und über einen längeren Zeitraum hinweg an diesem Gesamtwerk gearbeitet haben, irgendwo gewohnt haben. Sie brauchten Kleidung und sie mussten verpflegt werden. Dies alles setzt eine größere und wohlorganisierte Gemeinschaft von Menschen sowie eine gewisse kulturelle Kontinuität voraus. Eine solche Kultur aber entsteht nicht von heute auf morgen. Sie müsste, wenn sie sich im Gebiet des Diquis-Deltas entwickelt hätte, dort über viele Generationen hinweg ihre Spuren hinterlassen haben. Das ist aber nicht der Fall.
Hier waren schließlich bewundernswert fähige Steinmetze am Werk, die mit Sicherheit auch dazu in der Lage gewesen wären, beeindruckende Bauwerke zu errichten. Warum taten sie dies scheinbar nicht? Lebten sie tatsächlich in einer postkataklysmischen Ära häufiger Erdbeben, in welcher sich der Bau großer Gebäude verbot? Oder haben wir die betreffenden Städten einfach noch nicht entdeckt? Vielleicht stehen uns ja entsprechende Entdeckungen im Dschungel oder am Grund der küstennahen Gewässer von Costa Rica noch bevor. Und möglicherweise wird damit auch ein weiterer Mosaikstein im alternativ-historischen Puzzle um das versunkene Reich von Atlantis gefunden. Aber nicht nur in Costa Rica wurden eben diese Steinkugeln entdeckt, sondern auch in Bosnien in Europa. Die aktuelle Geschichte des Fundortes in Bosnien allerdings ging übrigens auf das Jahr 1936 zurück, als ein großer Sturm den Berg öffnete und 80 Steinkugeln erschienen, berichtete Dr. Osmanic. Manche davon wurden den Berg hinab bis zum nahen Fluss gespült, aber die meisten blieben an diesem Ort in Bosnien. In den 60er und 70er Jahren gab es Gerüchte, es gäbe Schätze in den runden Steinkugeln. Die Bosnier wären mit Hämmern gekommen und begannen, die Kugeln zu zerstören. Das, was man heute noch vor Ort sieht, seien deswegen nur Teile von Steinkugeln. Manche davon wiegen allerdings bis zu 20 Tonnen. Bruchstücke zeigen, dass manche der Kugeln Durchmesser von bis zu 2 Metern hatten. 2006 schließlich wurde der Ort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nicht aber durch die Regierung oder staatliche Institute, sondern durch die Stiftung Bosnian Pyramid of Sun und einheimischen Enthusiasten. Eine Besonderheit der Steine hier sei deren polierte Oberseite. Im ganzen Gelände seien nur 7 davon intakt, sagen die Wissenschaftler. Eine chemische Analyse der Kugeln ergab, dass sie fast genauso zusammengesetzt sind wie das natürliche Umgebungsgestein. Es besteht aus Sandgestein und bestehen aus insgesamt bis zu 10 Elementen. Aber es gibt dennoch wesentliche Unterschiede, denn es gibt kein Siliziumoxid in den Steinkugeln. Stattdessen gibt es darin Calciumcarbonat. Dies ist als Bindemittel bei Bauarbeiten bekannt. Außerdem sei Mangan im Stein enthalten, das auch als Zusatz bekannt ist, um festeres Gestein zu erhalten. Daraus schloss man am Institut für Materialforschung in Sinica. Für die Herstellung der Kugeln sei Naturstein geschmolzen und in kugelförmige Formen gegossen worden. Zusätze und Bindemittel seien beigemengt worden, wonach es dann wieder erkaltet wurde. Dadurch erhielt man sehr feste Steinkugeln. In Mexiko und Costa Rica aber wurden die Kugeln aus Granit und vulkanischem Stein geformt und waren deswegen bereits sehr, sehr hart. Die Steinsphären in Bosnien wurden an 20 verschiedenen Plätzen gefunden. Vulkanische Granitkugeln und solche durch Gießen geformte, wie die vor Ort, basieren auf Sandstein. Die Kugeln hier liegen nicht mehr an ihrem wirklichen Ursprungsort, dennoch hätten sie ein starkes Energiefeld, sagte der Forscher Osmanic. Eine noch größere Konzentration von Kugeln würde ein entsprechend größeres Feld erzeugen. Dies sei ein Beispiel für den Zusammenhang zwischen Energie und Geometrie, behauptet Osmanic. Von den Steinkugeln in Schweden, dort gibt es anscheinend auch welche, sagt er, sie hätten einen Einfluss auf den spirituellen Körper und könnten den Energiefluss durch die Chakren anregen. Es scheint, dass diese Orte unter anderem auch für die spirituelle Entwicklung genutzt wurden. Als er das erste Mal hier im Jahr 2005 war, war alles noch voller Müll. Waschmaschinen, trockene Türen, verschiedener Hausratsmüll. Er bat die Einwohner, hier den Müll zu entfernen und besser hierher gelangen zu können. Und auch um die Kugeln zu schützen. Denn manche der Eigenheimbesitzer schafften die Kugeln in ihre Vorgärten. Diese sollten aber hier bleiben, denn sie seien ja schließlich ein Kulturerbe, egal ob sie nun esoterische Energien haben oder nicht. Ab 2006 wurden die ersten Touristen und Forscher dorthin gebracht. Noch gibt es allerdings keine seriösen wissenschaftlichen Berichte über diese Steinkugeln in Bosnien und wir können leider nur darüber spekulieren, wer sie tatsächlich erschaffen hat, wann sie erschaffen wurden und welchen Zweck sie dienten. Also Leute, vergesst bitte nicht, das Video auf Facebook und Twitter zu teilen und unseren Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.